Herzlich willkommen zu Musel Talk, dem Music und Sound Production Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu Angezerrt TV auf musetalk.de und heute checke ich zusammen mit Tom Wendt ein Gitarren-Amp-Modeling-Plugin fürs iPad aus. Hallo Tom! Hallo Non-Eric, großartig. Yeah. Overloud THM heißt das? Und hat mir schon viel Lebenszeit gestohlen. Oh, komm, ich habe dir das empfohlen. Ich habe gesagt, komm Tom, wir müssen das mal testen. Ist das einzigste Gitarren-Recording-Plugin, was in der richtigen DAW fürs iPad funktioniert. Ja, das mit dem Funktionieren, das können wir vielleicht gleich mal feststellen. Also es tut was, auf jeden Fall. Ob das funktioniert, ist irgendwie eine andere Frage, finde ich. Also da ist es, seht ihr gerade. Genau. Vielleicht einmal zur Info, wenn ich spiele, dann höre ich das ziemlich verzögert. Das heißt, nagelt mich bitte nicht auf irgendwelche Timing-Geschichten fest heute. Ich bin da ziemlich, werde da ziemlich off sein. Aber im Prinzip habt ihr da ja schon mal jetzt den Blick. THM, es gibt diverse Amplifier, Lautsprecher. Und man kann. Wie wir das kennen von Guitaric und Co. Das ist im Prinzip genauso, wie wir das kennen. Auch. Was hier jetzt ein bisschen neu ist, man kann, wenn man das jetzt so sieht, bei der Lautsprecherbox da, wenn man auf das Mikro tippt, dann kann man so die diversen Standard Mikrofonierungstypen einstellen. Da oben drüber sieht man, dass es ein Low-Cut und High-Cut gibt. Dann kann man noch die Phase drehen und links irgendwie so ein, hier das, was jetzt leuchtet, so ein, keine Ahnung, so ein Spatial Sound Dingsbums machen. Genau, und dann kann man noch die Phase umkehren da hinten, ne? Genau, hier, da. Mhm. Klack, klack. Also, so. Das ist aber schon das erste Ding, Tom, wo ich sagen muss, da bin ich ein bisschen unzufrieden mit der Software. Denn schon das ist hakelig. Also, schon die ganze Bedienung, da wirst du mir wahrscheinlich gleich zustimmen, ist sehr hakelig. Also, ich bin jetzt hier auf meinem iPad und will jetzt zum Beispiel hier das umstellen. Ihr seht es. Weißt du, jetzt habe ich es endlich geschafft. Man kann es leider so schlecht sehen, weil ich gerade mit der Hand davor bin. Aber viele Sachen benötigen hier mehrfaches Antippen und hier sogar noch mit einer leichten Verzögerung. Und diese Regler hier, ne, Tom, die sind ja auch viel zu klein. Richtig. Zoom kann man das nicht irgendwie. Das ist irgendwie schon echt derbe. Und Aber bevor wir reden, vielleicht mal. So klingt's. Was denn so hart haben will. Verzerrer mal aus. So ist ja pure Amp. Wenn man die Gitarre zudreht. So. Das hier mit dem Mikrofon funktioniert so, du darfst auch nicht schieben, du musst nur kurz drauf tippen. Dann verschiebt sich das. Okay, probiere ich mal. So, jetzt bin ich auf Cone. Nee, auch das geht nicht, einfach drauf tippen. Aha. Weil da geht nämlich oben dieses andere Teil raus. Also ich finde, auch das ist auch meiner Meinung nach so ein typisches Zeichen von Aurea. Die Bedienung ist ein bisschen hakelig, ne? Auch Start, Stopp muss man manchmal mehrmals draufdrücken. Ist ein bisschen, man wird es ist total zäh und klebrig. Das ist total langsam, wenn man hier auch mit dem Aurea, man kann da hier mit den zwei Fingern das Arrangement ein bisschen auseinanderziehen. Aber ich meine, das ist jetzt sowieso über Skype ein bisschen verlangsamt. Mhm. Selbst wenn man das hier so bewegt, ist das alles sehr, sehr zäh. Und die Regler und so, und das alles zu treffen, dass es funktioniert, ist schon echt eine Herausforderung. Ja. So, jetzt schalten wir das Effekt mal wieder an. Jetzt sind wir mal gerade beim Sound gelandet, Tom. Was ich sagen muss, ist, was mir aufgefallen ist, das klingt total klasse, was die hier machen. Bei Aurea in der DAW. Das ist total cool. Dieses Overload geht so.
Also die, genau das, ja. Das ist nämlich genau der Punkt, auf den ich jetzt kommen wollte. Es ist ja so, man sucht, also ich suche zum Beispiel immer meinen Sound. Ich versuche dann erstmal, ich habe auch, wie du hier siehst, auf meinem iPad gar keine Pedals und anderen Fritzkans, weil ich sowieso erstmal immer diesen cleanen, crunchigen Rocksound suche. Und da habe ich ewig versucht, hier mit der Gibson sowas Crunchiges hinzukriegen. Und der einzigste Amp, der es geliefert hat, war die Clean-Version. Wow. Ja? Nee. Ich gebe den Tipp, nimm den Slow Drive. Slow Drive? Weil der hat einen gewissen Chunk. Aber den haben wir auch schon gecheckt. Ja, und da musst du noch die richtige Box finden und die richtige Mikrofonposition. So, du musst die, was haben wir denn hier? Die, das ist jetzt wieder die Herausforderung. Ja. Den muss man nämlich, um die Box zu wechseln, muss man die erstmal löschen. Ja. Du hast dann Glück, nimmst du hier 4x12 Vintage UK, bitte. Ja, die nehme ich auch gerne. Genau, und dann das Mikrofon hier in Position 2, nicht auf die Kalotte, sondern an die Seite. Mhm. So, und jetzt solltest du eigentlich... Ja, das ist schön twangy auch, ne? Sowas hinkriegen. Also ich habe lange gebastelt und dann auch am Ende des Tages einen guten Sound hingekriegt, der für mich gut funktioniert, auch hier mit der Gibson. Aber insgesamt habe ich ein Problem gehabt, ich weiß nicht, ob es dir auch so gegangen ist, dass gerade an den tiefen Seiten, also mit viel Bass, mit viel Wumm, ne, dass es dann sehr schnell sehr kantig wird. Also so ja, mumpfig. Genau, also da ist mir sogar auch aufgefallen, weil ich habe mich dann erstmal damit rumgeschlagen, wie komme ich mit der Gitarre einigermaßen vernünftig da rein. Und dann habe ich natürlich den kleinen Mercedes mal ausprobiert mit dem Extension-Kabel und wollte das mal anspielen. Da fiel mir auf, das klingt total krumpelig, weil offensichtlich das Signal viel zu breitbandig ist, was danach reinkommt. Ne, weil das ist ja halt ein guter Wandler, der die gesamte Gitarre ganz gut abbildet. Das haben wir ja schon rausgefunden. Abgesehen davon, dass er mal rausfällt. Hier habe ich jetzt dieses iRig dran von IK Multimedia, was an dem Mikrofoneingang halt dran gestöpselt ist. Und da habe ich festgestellt, das klingt wesentlich runder und besser, gerade in den Bässen, weil da nämlich dieses Ding, also dieser Effekt passiert, der bei den modernen Gitarren-Amps ja der Fall ist, dieses Pre-Shaping, was gemacht wird, dass weniger Bassanteil von der Gitarre überhaupt in die Zerrung geht. Dadurch wird es so... relativ rund und chunky. So. Aber kann ich da nicht so ein Pedal nehmen, Tom? Bitte? Kann ich da nicht davor wenigstens in dem Aurea einen Filter schalten? Hast du das mal ausprobiert? Ja, wenn du in diesem EQ hier, wo waren wir denn? Plack. Wenn du hier irgendwo dich da zurechtfindest, dann... Ne? Ja, da gibt es ja eine Absenkung der Bässe da oben, gleich ganz oben schon. Ein Low-Cut einschaltest. Da, genau. Plack. Und dann irgendwie den wahrscheinlich auch so bis 200, 300 Hertz hochziehst, dann solltest du mit dem Guitar-Jack auch einen relativ runden Junk-Sound hinkriegen. Mhm. Hier bei dem Mikrofon-In ist das sowieso so, weil wenn das jetzt genau stimmt, so bei 200 Hertz hat das einen ziemlichen Roll-Off nach unten. Das heißt, hier über den Eingang kommt da gar nicht so viel was rein. Du meinst, das könnte da tatsächlich von mir ein Problem sein. Ich habe hier das Balance-Interface dran. Über eine USB-Verbindung mit einem Powered Hub bin hier am Instrumenteneingang reingegangen, musste aber, weil ich hier 96 Kilohertz Drum-File hatte, alles auf 96 Kilohertz machen. Und musste dann auch jetzt schon die Latenz auf 256 Samples hochschrauben, weil dieses Ding ist schon am Limit. Man kann das vielleicht hier schon sehen. Ich glaube, ich mache jetzt gar nichts und ich habe da schon 60% oder 70% CPU-Verbrauch und habe da gar nichts gemacht. Meine anderen Gitarren muss ich alle freezen. Also einfach jetzt schon mal ein kleines Feedback an euch da draußen, die zuschaut. Ihr braucht auf jeden Fall das größte iPad hierfür. Und wahrscheinlich muss man wirklich mit 44.1 Vorlieb nehmen, denn mit 96 Kilohertz kann man im Prinzip nur einen Effekt hier laufen lassen. Du erzählst mir jetzt schon seit 2 Minuten offensichtlich, dass du einen 96 Kilohertz Drum-File hast. Ja. Ist es so? Ja. Und
kannst du das nicht zu einem MP3 zusammenballern und dann einfach ein bisschen mehr Power für die Echtzeitgeschichten freimachen? Kann ich, aber ich kann ja alles freezen hier. Das ist ja gar kein Problem. Willst du eine SACD machen aus dieser Produktion nachher? Wollen wir jetzt eine Grundsatzdiskussion darüber führen, ob das Ausgabeformat auch immer gleich das Recording-Format sein sollte? Weil das können wir ganz schnell widerlegen. Das ist totaler Schwachsinn. Ja, wir filmen hier ja auch nicht mit Flash. Ja, das Ding ist mit den Fotos und so. Ja. Genau. Okay, so. Bleiben wir mal bei der Sache hier. Jetzt bei unserem schönen Gitarren-Amp. Genau. Das soll uns ja im Prinzip, ich würde sagen, nicht wirklich ernsthaft auf die Bühne tragen, aber doch auf jeden Fall aufs Sofa, ne? Und Demos machen, ne? Nee. Wollen wir doch damit können. Nee. Nee? Nee. Weil durch diese ganze Geschichte, ich habe mal versucht, ein paar Presets zu speichern zum Beispiel. Das geht. Man muss nur wissen, irgendwann mal rausfinden, wie. Aber es hat mich schon so sehr geärgert, dass ich überhaupt keinen Bock auf Musik mehr hatte. Ich habe gedacht, irgendwie, ich sollte vielleicht, keine Ahnung, malen oder fotografieren oder vielleicht Muscheln züchten an der Nordsee. Ich weiß es auch nicht. Das ist total heftig, weil wenn man hier dann versucht, drauf zu klicken, oben, so ganz vorsichtig, dann geht da was auf. Hier haben wir jetzt ein Preset geladen. Das geht nämlich, schau mal, so. Das ist jetzt ein etwas anderes. Aber du musst immer sagen, wenn du eins speichern willst, ein neues Preset machen. Du kannst nicht, wenn du das hier zum Beispiel hättest, dann hier unten Save sagen, das speichert er einfach nicht. Das merkt man aber immer erst, wenn man das nächste Mal eins geladen hat und das halt nicht das ist, was man gespeichert hat. Dann ärgert man sich. So, und dann ist das alles so ein bisschen fisselig und clunky. Und du hast es vorhin schon gesagt, manchmal klappt es mit dem Bedienen und manchmal nicht hier. Das nervt so. Total, ja, absolut. Das ist was total tödlich ist fürs Musik, finde ich. Also wenn einer das Ding nehmen will, um mal eben irgendwie 8 Spuren irgendwo bei einem Konzert mitzuschneiden, wenn er da ein Interface hat oder sowas, mit einem Powered Hub oder so einem Quatsch, dann soll er das vielleicht machen. Aber für mich ist das echt nichts, muss ich ehrlich sagen. Guck dir mal jetzt an, was ich hier auf dem Bildschirm habe, Tom. Guck mal. Ich habe es ein bisschen angewinkelt und habe immer in diesem Porträtmodus all die Dinger. Ich könnte kotzen, verstehst du? Ja, genau. Das ist, ja, ich weiß. Was ist das für ein Müll? Ja, das hatte ich auch. Also die Software vom Sound hat eine ganz gute Idee, aber so von der Anwenderfreundlichkeit kann man da echt noch ein bisschen was tun. Und ich frage mich dann auch immer, warum muss man denn irgendwie so eine Pro-Mega-Applikation auf so ein kleines mobiles Device schmeißen? Also die Idee ist da ja irgendwie eine ganz andere, finde ich. Du meinst, ähnlich wie die Desktop-Geschichten, ne? Eigentlich. Es ist im Prinzip, man versucht auf einem kleinen Bildschirm, auf einem kleinen Computer genau dasselbe zu machen, was ich auch mit Cubase kann. Ja, genau. Das ist der völlige Wahnsinn. Also da wird total die Situation verkannt, finde ich. Und da auf dem Sofa sitzend, warum soll ich auf dem Sofa da irgendwie was aufnehmen und mischen oder so? Da kann ich doch ja höchstens dann auch mit Kopfhörern hören und so. Warum setze ich mich da nicht vor die DAW? Frage ich mich. Und da wundert man sich, die ganzen Instrumentarien, Recording-Device-Hersteller wundern sich, wenn sie mal mit echten Songwritern in Verbindung treten, dass die teilweise entweder ihr MacBook-Mikrofon singen mit einer Akustikgitarre oder irgendwie das Piano steht daneben oder die singen halt in ihr iPhone. Ja. Und geben dann so ihre Kompositionen ab oder fangen dann von da aus an weiterzuarbeiten. Aber mehr ist dann auch nicht, weil geht irgendwie auch nicht so wirklich, finde ich. Also du wolltest jetzt vereinfacht sagen, als diese locker, einfach zu benutzende Zwischendurch-Softwarelösung für jemanden, der jetzt sagt, oh, ich habe mal 10 Minuten, kann ich jetzt mal ein bisschen Gitarre spielen oder mal an einem Song weiterarbeiten, für den ist das zu clunky. Was bedeutet, find ich, ist es zu viel und zu, also mich nervt am meisten diese Bedienung, dass das so schwer zu bedienen ist, das ganze Programm. Ne? Dass ich da jetzt Touch habe, aber kämpfen muss. Ich will das nicht. Ja, ich meine, wir könnten jetzt mal trefflich drüber diskutieren, was denn da so Sinn macht und was nicht. Und ich finde jedenfalls, dass die Abbildung von
den wirklichen Geräten auf diesem iPad-Screen und die dann halt so anfassbar zu machen, nicht so wirklich funktioniert. Da haben andere doch so ein bisschen andere Ansätze gefunden mittlerweile, um die Sachen darzustellen. Da kann man auch drüber streiten, aber das ist dann bestimmt ein bisschen komfortabler. Würdest du denn die Qualität des reinen Gitarrensounds jetzt, wenn du jetzt einfach mal sagst, okay, scheißegal, Bedienung ist grauenhaft, aber hast du denn das Gefühl, du bist als Gitarrenspieler befriedigt vom Sound und vom Spielgefühl? Ja, das geht irgendwie so. Das Dumme ist, man ist da immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, probieren wir das hier mal, ob das funktioniert, mal einen anderen Sound. Die Sounds sind eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, der funktioniert gut, auf jeden Fall. Man muss immer zusehen, dass man hier das Noise Gate drin hat, sonst hat man dieses Rauschen da. Aber das funktioniert echt ganz gut. Ich kann ja mal. Und die Effekte sind eigentlich auch ganz gut. Da sind nicht so viel drin. Und das kann man auch noch sagen, der ganze Spaß kostet 14,90 oder so. Mhm. Auf das Aurea drauf. Ich nehme dir bis ans Ende deiner Tage übel, dass du mich zu diesem Verkauf verleitet hast. Okay. Gezwungen, weil es keine Promocodes gibt für In-App-Käufe. Genau. Müssen wir dann mit der Pizza kupen dann. Aber wie gesagt, das ist irgendwie ganz schön eigentlich. Und die Amps, die funktionieren eigentlich auch ganz gut, wie wir vorhin gezeigt haben. Jetzt nicht, dass ich damit nur noch alles machen wollen würde. Aber die haben irgendwie Druck. Das geht schon. Und wenn man da... Ich habe ja jetzt auch hier in der Straße hier hinten ein Humbucker-Pickup, den es ja nicht nur für die Gibsons gibt. Ja. Aber der ist super. Mhm. Und der kann dann halt auch. Richtig. Druck machen und das macht das Teil irgendwie schon ganz gut. So. Ja, ich kann ja mal Thomas. Und wenn man. Aber, da das alles so. Clunky nicht so unmittelbar ist, so clunky ist einfach, hört man dann schnell auf. Wenn man einen Sound gefunden hat, dann kann man ziemlich lange spielen. Das macht dann schon Spaß für zu Hause so, aber ist dann halt auch noch trotzdem jenseits von richtig gut. Ich spiel mal kurz an. Was ich hier mal mit zwei Gitarren links, rechts gemacht habe. Einmal mit der Strat und einmal mit der Les Paul. Ne? 96 Kilo jetzt draus. Ja. Das ist ja crisp. Jetzt kann man natürlich noch Solo dazu spielen, ne? Da muss man natürlich jetzt die Kirche im Dorf lassen. Ne? Ich habe im Prinzip ein iPad, mit dem ich sonst surfe, Filme gucke, E-Mails mache und habe dann dafür 20 Euro oder 25 Euro jetzt auch noch eine Recording Workstation mit Gitarren-Plugin, was wenigstens schon mal so weit klingt, dass man den Song erkennen kann, oder? Ja, also die Drums und die Riffs und so, das erkennt man schon. Aber wie war denn der Prozess? Ich meine, du hast es gemacht, um es auszuprobieren. Ja. So ist dabei was entstanden, was dich musikalisch weiterbringt oder beim Songwriting irgendwie auf einen besseren Weg gebracht hat? Ja, das Songwriting und der bessere Weg
passiert ja hier und beim Spielen. Und da bin ich nicht jetzt unbedingt, ich habe ja sowieso immer nur einen Gitarrensound, weißt du? Ja, ich ja eigentlich auch, also zwei. Einen für so Rumgefummel und einen soliden zum Akkorden und Begleiten und zum Schreiben und so. Ja, wie gesagt, es rauscht total hackemäßig, weil das liegt aber an diesem Input. Dann das Gate ist total hart. Es pfeift dann, wenn man diesen Ausgang benutzen würde hier von dem iRig, weil der Input natürlich relativ nah an dem Kopfhörerausgang ist. Das ist halt so eine systemimmanente Schwierigkeit. Das andere Interface klingt dann wieder nicht so gut. Jada, 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 jada. Viele also Fragezeichen. Von diesen Gitarren-Amp-Applikationen funktioniert für mich dieses Jam-Up Pro noch am besten. Okay, dann kürzen wir das jetzt endlich ab, ja? Und kommen einfach zum Ende und zum Fazit. Und da frage ich dich jetzt auf deinem persönlichen Musometer, was nach unten offen ist auf der Skala, was würdest du denn von der Skala von 0 bis 5 für einen Wert oder eine Punktzahl aussuchen? Also weil der Sound doch einigermaßen okay ist, würde ich sagen, eine 3. Die 2 Punkte Abzug gibt es echt, weil das so clunky ist zu bedienen. Und auch die Punkte, weil Aurea natürlich eine Applikation ist, wo unheimlich viel Tontechnik drinsteckt. Nur irgendwie im falschen Körper, glaube ich, so. Genau. Ja, weil klanglich ist das nämlich ganz, ganz okay. Also habe ich festgestellt, ich habe da mal einen Mix mitgemacht. Und das geht. Ja, ja, genau. Gut, dann komme ich zu meinem Musometer. Und auf meinem persönlichen Musometer komme ich genau da an, wo der Thomas Wendt, da sind wir uns mal einig. Ich würde auch sagen, das ist befriedigend. Also 3 von 5 möglichen Punkten möchte ich auch hier vergeben. Weil, wie gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis, es ist halt einfach jetzt auch ein Ding für 15 Euro. Ich mache damit ja nicht nur Musik und man kann damit an den Start kommen, ich habe es ja hier gerade eben angespielt, man kann eine Demo damit machen und Songwriting damit betreiben, aber man kann auch ganz, ganz, ganz viel besser machen bei so einer Software und deswegen komme ich auch auf 3 von 5 möglichen Punkten. Ja, okay. Gut, das kann Thomas. Kann ich verstehen. Machen wir Feierabend. Machen wir Feierabend. Wir auch sagen. Genau. Und was fänden wir eigentlich mal gut? Wenn wir es in den Händen haben und hier vorgestellt haben, dann werden es auch die Zuschauer wissen, was sie gut tun, oder? Ja, dann wissen wir es, genau. Wir suchen weiter für euch nach dem richtig amtlichen Gitarren. Dranbleiben! Was? Dranbleiben! Genau, dranbleiben. Und dann sage ich jetzt einfach: Make more music, bis zur nächsten Sendung. Tschüss! Ciao!